Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play, Darksiders 2, mit dem Yannick! Hallo. Ah, oh, da ist er wieder am Fressen, oder was? Ja, oh, Fressack. So, oh, meine tollen Speicherstände. Einfach mal den letzten nehmen, weil ich keine Hobbys habe. Ja, dieses Spiel speichert an bestimmten Stellen automatisch, ja, nicht beenden. Ach, ich mach mal auf normal, weil ich witzig bin. Wahrscheinlich ist das auch noch der, der am weitesten ist. Ja, klar. Ja, ich glaube, ich starte jetzt MW2. Das spielt er jetzt. Hast du das Spiel schon bei dir gestartet? Fängst du schon an zu spielen? Ja, wir sind gerade in der Katze. Ach so. Rate mal, auf welcher Map ich spiele. Quarry. Die Stelle finde ich immer noch so geil. Welche? Oh, ich sehe das nicht. Ja, da waren ein paar Namen für tot genannt. Bruder, Mörder, Henker, und dann sagt er einfach so: Wir nennen ihn tot! Ey, der Tod will was retten. Tod will Leben retten. Toll! Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Irgendwie schon. Endlich mal einer, der mir zustimmt. Erstmal voll geil auf meinem Pferd rumsitzen. Jetzt kann ich endlich mal gleich. Jetzt kann ich endlich anfangen zu spielen. Hurra! Okay. Finde eine Möglichkeit, Krieg zu retten. Okay. Ich will Krieg nicht retten. Zähl, verzweifeln, rufen oder wegschicken. Läuft. Du löst den Krieg eher aus. Ja, so ungefähr. Also, mit Verzweiflung zu galoppieren? Ja, das weiß ich schon. Ich habe das Spiel schon totgesucht, das war halt der von mir. Ja, Darksiders 2 ist einfach schön. Das Beste ist, ich habe Darksiders 1 noch nicht mal durch. Ja, ich bin fucking Genius. Ich merk's. Was dagegen? Ne. Ist ich auch nicht. Naja, ich glaube, sonst hättest du die Story auch durchgespielt, ne? Ja, klar.
Dark Souls 2 habe ich ja schon durch. Das war nicht schwer für mich. Das andere war aber dann doch zu anspruchsvoll, ne? Dark Souls 1. Nee, ich bin da zu faul, das weiterzuspielen gerade. Ja, was zu anspruchsvoll. Ich drück mal O. Oh, das sind meine Sensen. Ich nehme den Hammer als Zweitwaffe. Yay, man kann Zweitwaffen haben. Verbesserung zum ersten Teil. Ja, aber mehr Veränderung weißt du auch nicht, ne? Doch, das ist jetzt mehr wie so ein Rollenspiel eigentlich aufgebaut. Ja, mit rechts geht meine Zweitwaffe. Ja. Ich kann auch tolle Kombis mit meiner Sense und meiner Zweitwaffe machen. Erreiche die Spitze der dunklen Festung. Wandlauf! Na gut, Darksiders 1 habe ich eigentlich bald durch. Das ist nicht so schwer für mich. Aha, wie lange hast du es gezockt? Ich habe jetzt 9 Stunden. Eins im Heiltrank und 2 Herz im Zartrank, jo. Lol, das geht ja eigentlich noch voll. Ja, Dark Souls 2 habe ich für meine ganzen Spielstände über 66 Stunden gespielt. Das nur, weil ich Achievements sammle. Hast du bald alle? Ja, bei Dark Souls 2 habe ich jetzt 72%. Da fehlen noch ein paar nervige. Oh ja, das später merkt man im Spiel, dass es wie ein RPG aufgebaut ist. Es gibt so viele Nebenquests, die man machen kann. Es gibt insgesamt ein Levelsystem überhaupt. Oh ja, oh, da steht ein alter Mann. Alter Mann, bleib da! Ich komme zu dir! Die sind immer so weise. Oh, jetzt ist ein Haufen Raben. So ein Dreck. Ich glaube, der hat ein paar psychische Probleme. Er redet irgendwas von Stimmen. Ich glaube, der ist nicht ganz dicht. Das kann passieren, ne? Ja. Wenn man so allein in so einer Festung ist, mit so komischen Skeletten. Da kann das schon mal passieren. Ich bin ja nur alleine mit dir, da kann das nicht so stellen. Du bist nicht so schlimm wie so Skelette. Ja, ich bin auch normal einigermaßen, oder was? Ja. Du bist normaler als Aaron. So. Oh. Ja, im ersten Teil, da konntest du ja überhaupt kein Level aufsteigen oder so. Konntest du nur deine Waffen durch die Benutzung verbessern. Das war eigentlich das Einzige. Also findest du Darksiders 2 besser? Ah, ich bin ja schon mehr so RPGs gewohnt und ich finde es halt hier schon toll. Darksiders 2 war eigentlich das erste, was ich gespielt habe. Kann ich mal cool an der Wand rumspringen. So, noch ein Skeletten, komm schon. Boom. Hey. Hey, das Skelett ist tot. Ja, jetzt sammelst du in dem Teil anstatt Seelen, sammelst du normales Gold. Ja, früher im Alter konntest du dir für die Seelen Fähigkeiten kaufen. So. Jetzt für dein Schwert, was Krieg hat,
Da hat ja nur so ein Schwert. Ja. Kannst du so Fähigkeiten für den holen? Der konnte auch Todsense haben. Oh, und da kommt ein fetter Gegner. Da ist Riese. Der wird zwar als Boss angezeigt, ist aber kein Boss für mich. Der ist super schnell tot. Den kannst du auch so gut ausweichen, Anno. Hast extra noch mal ein paar Aufnahmen vorher gemacht, dass du ihn auch glücklich schnell tot kriegst, ne? Nee. Ich spiel das gerade mal wieder heute zum ersten Mal. Seit gestern, ein Spaß. Ja klar. Ist ja nicht so, dass ich gestern mit der MW2 gespielt habe. Ja, es ist ehrlich nicht so. Nee, das habe ich mir noch vorgestellt, oder was? Jetzt bin ich drin. So, kann den Wander verlängern, bla bla bla, Pfosten anrammeln. Und Aufzug. Ja, hier gibt's halt, finde ich, noch mehr Waffenarten. Ja. Hat man bei Darkseid nicht so eine Kette? Ja, oder nicht? Ja, bei Darkseid ist es ein. Ich war gerade bei Prototype. Oder wie das heißt, das andere. Ja, bei Darkseid hast du zwar auch eine Kette, aber die ist eigentlich nur so. Weil überhaupt welche zu finden. Ja, ich bin. Oh, Abgrund! Und bei Darksiders kannst du jetzt auch so Art Zweitwaffen benutzen. Das war jetzt zum Beispiel das eine Mal so eine Art Boomerang, das war die Kreuzklinge. Ah. Da konnte ich halt schon ein paar mehr Gegner weghauen. Ja. Oh. Und Darksiders 1 konnte man halt sich bei dem Händler die Sense von Tod kaufen, die dann davor noch total bescheid aussah. Ja, bei denen läuft, ne? Ja. Tod hat ja jetzt in dem Teil so Doppelsensen. Da in der Einsäule war das zusammengesteckt. Bei ihnen läuft. So. Und auch ich hab das Game noch drauf, da. Ich hab's voll drauf. Jetzt beim nächsten Boss voll verreckt. Ich hab's voll drauf. So wird's laufen. Ich hab auch voll die geile Maus. Da kommt die kann grün leuchten. Geil, das deine oder was? Nein. Siehst du, hast du keine geile Maus. Oh. Oh mein. Am Montag habe ich ja noch Berufsschule. Voll scheiße. Ich habe dienstags Berufsschule. Das ist voll gay. Mhm. So. Wenn wir speichern. Dann würde ich mal auch sagen, mache ich erstmal Schluss für den ersten Part. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.